The return of darts, although socially distanced, came in Germany with the German Super League. Showdown der Hylocare PDC. With a place at the World Championship for the winner. Gute Nachricht. So, ja. Mike Langendorf mit 90 Rest. So, muss Doppel er übers Bullseye gehen? Nein, oh, pardon, nee. Alter, super. Mike Langendorf. Mike Langendorf checkt hier die 90 zum Auftakt. Nicht so oft Dart schauen. Bei der 170 ab da kann man so ein Leg dann auf 0 zu Ende spielen. So, oh, die erste 180 in diesem. Du wäschst den Leuten in der ersten Reihe die Fensterscheibe, dass sie klare Sicht haben, um auf den Bildschirm zu gucken. Dann gibt es da gar keine Diskussion. Da sagen die, ey, das ist super Idee, super cool. Ah, 118er. Starkes Finish von Mike. 98, 90 und 118 hat er schon rausgenommen. Mike Langendorf. Oh, Doppel 19. Doppel 19. Und auch das. Und der hat bislang aufs Doppel nicht viel liegen lassen. Und so ist das auch diesmal. Ja, und spielt, glaube ich, auch mit René Adams und Dragutin und Carsten beim KSC Darts. 180. Und mit der ersten 180 hier heute über die 16, 14. Sieht nach der 16 aus. Jawohl. Nochmal 16 für Tops. Game. Und das passt. Gut. Auch da, Werner, haben wir ja gesagt, man braucht ein bisschen Zeit, klar, um sich daran zu gewöhnen. Dem einen Spieler gelang das besser, anderen Spielern gar nicht. Wie zum Beispiel PDC Tourcard-Holder Christian Bunse, der überhaupt nicht ins Rennen kam. Thomas Köhnlein. Die 105 Chance fürs nächste Break zum 4-1. Ja, 85 über die Triple 15. Jawohl, Tops. Ja, funktioniert. Tops. Und der passt. Thomas Köhnlein. Noch mal 80 Punkte. Die wird er holen. Jawohl. Er jetzt mit seiner ersten 180. Jawohl. Ja, da ist die erste 180. Carsten Koch. Mal sind Dartspieler ja oft Gewohnheitstiere, Werner. Ich denke auch, die 9 wird es sein. So ist es. Doppel wieder 8. Zwei Matchstarts. Doppel 8 und der passt. And the match. Thomas Köhnlein holt sich mit dem 4. Das Wahrzeichen der Stadt Kassel. Ja, Daniel Klose ganz neu dabei in der Super League. Hat hier Doppel 16 Rest. Und der passt. Der Möglichkeit auf das erste Break. Der starker passt. Erster Dart. Jetzt hat er zwei Möglichkeiten. So, und der zweite Pass. Dragutin Horvat. Sport 1 App. Da gibt es alles zum Thema Darts und natürlich auch immer wieder die Highlights von diesen Wochenenden. Ja, er spielt das hier mit Auge. Er spielt die 162 über die 18. Fühl auch ist, wie man wirft. Das ist schon sehr individuell. Da muss man darauf vertrauen, wie man das denn schon direkt von Anfang an eigentlich macht. Sieht gut aus hier. Es könnten 120 sein. Ja, der ist schön gebündelt. Ich weiß nicht, ob er da jetzt nochmal drauf geht, weil die stecken jetzt nicht so gut drin. Geht auf Triple 16, trifft aber die Triple 8. Für 144. So, die sind ganz fein von Dragutin Horvat. Und an diesem Wochenende holen. Drei Matchstarts. Game Doppel 10 und das ist das Match für Dragutin Horvat, der sich hier mit 6:3 gegen Daniel Klose in seinem ersten von Eintracht Frankfurt. Jetzt kommt der erste sehr gut, zweiter auch. Und das ist die erste 180. Da war das absolut ganz anders. Mir war das ein bisschen zu blöd, drei Darts reinzuwerfen, wieder zu holen und wieder reinzuwerfen. Nee, ich gucke lieber Bundesliga, also kein Problem. So, das ist die erste 180 von Manfred Bilderl. Und was am Ende rauskommt, werden wir sehen. Also ich werde auf jeden Fall alles geben. Ich will unter den ersten 4 kommen in meiner Gruppe. Ob ich schaffe, werden wir sehen. Nächste 180 von Doppel Nico Kurz. Noch ein. Jawohl. Komm. Bullseye. Oh, schade. 139.
verstanden anstatt Bilderl. Und aus diesem Biberle wurde dann der Biber, Englisch The Beaver, und der blieb beim Money. Und er hat jetzt seine zweite 100 Bereich in diesem Leg. Ja, aber mit einer guten Aufnahme, jetzt kann er sich schön tief reinspielen. Weil die 79 vom Money sind auch noch nicht aus. So, das sind schon mal 120. Ah, für 24 Rest. 107. Das ist schon sehr viel Qualität, was Nico Kurz hier in seinem ersten Match ans Startboard bringt. Aber Manfred Bilder, du sagst es, Dragotin. Will den Leck nicht abgeben und der Money, der muss den Leck holen, sonst ist es vorbei. Also das ist jetzt eine Situation von beiden Seiten, wo echt beide Druck haben. Und die dritte. Das hat er noch für die 60 Punkte. So, Matchstart und der vierte, der passt dann. Spiel an Mike. Definitiv ungeliebt, aber man muss es trotzdem auch treffen, um das Leck zu gewinnen. Und man sieht hier auch schon, Game ja, schon so, der passt dann. Daniel Klose. Wart ja super drauf und viele werden sagen, nein, aber ich habe halt ein gutes Timing gehabt. Das Timing ist alles. Man muss nicht immer die maximale die Fähigkeiten abrufen, sondern man muss einfach zum richtigen Zeitpunkt da sein. 107. Ein wunderschöner Dart jetzt sehr, von Daniel Klose. Danach in 12 Darts keinen einziges Triple mehr. Oh, Tops versucht er zum Match jetzt nochmal die Doppel 20. Game-Shot and the match. Und mit dem Champagner. Spieler sich da wirklich am schnellsten dran gewöhnt und seine gewohnten Leistungen abrufen kann, für sich selbst irgendwelche Rhythmen jetzt neu aufbauen, in Rituale reinkommen, was man auch kennt. Das ist ja vielleicht das Außergewöhnlichste, was jetzt man... jetzt vielleicht schön, das 106er Finish von Brazzo. Ja, wunderbar, 2-0. Dragutin Horvat. Es war sein erster offizieller, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Aber der hat mit Sicherheit schon mehr als nur einen gespielt. Hier schöner 74er Check mit zwei Darts. Dann auch von der Wurfdynamik aussieht. Gut. Ja, schön. 180 hier von Nico. Ich glaube, Pratze war nach dem ersten Spiel auch nicht wirklich so zufrieden. Da ist noch deutlich Luft nach oben. Aber Game ja, schöner Check hier von Nico. Nico Kurz. Denn wir sehen es unten eingeblendet. Best of 11 Legs. Und wenn man da ein bisschen nachrechnen will. Super Aufnahme hier von Pratze. Ja, Nico hier jetzt mit maximalem Druck auf die 81 145. Dragutin. Muss jetzt die 12 für Bullseye spielen, dass er einen Dart auf Doppel hat. Jetzt die Doppel 13. Ja, und checkt Game sie shot wunderbar and weg. Six leg, Dragutin Horvat. Richtig stark gespielt. Und ja, Dragutin 140, hat jetzt die Darts und fängt richtig starke 140 an. Nico Kondat geht mit. Starke 180 hier. Braucht zwar nur ein Triple, hat es jetzt auch. Mhm. Die 10 für Tops Rest. Game Shot and und the checkt 100 Momentum zu seinen Gunsten. Und es ist auf dem Niveau, wo wir spielen, ganz schnell möglich, zwei oder drei Lecks mal hintereinander zu gewinnen. Jetzt 180 hinter dran, 181 Rest. Auch dann, wenn man es braucht, also auch ein Weltklasse-Timing. Und vielleicht auch eine Weltklasse-Antwort, wenn es die 180 wird. Mehr kannst du dir nicht wünschen. Das ist ja mal spannend zu beobachten, wenn man selber nicht so trifft. Ein bisschen die Hoffnung zu haben, naja, vielleicht läuft es beim Gegner auch nicht. Und da ist natürlich so eine Aufnahme. Dann die. Und wir kommen zu dem Moment, wo du gesagt hast, wenn das passiert, dann hat er so gut wie sicher. Und die Nerven hat er ohnehin. Klasse. Wahnsinn. Wahnsinn, was die. Oh, trifft die große 12 nicht. Nur ein Dart auf Doppel. 12. Der ist ziemlich drüber. Und jetzt hat Nico alle drüben in der Hand mit drei frischen Nico, Darts. You require 32. Wenn man sich die letzten vier Legs anguckt, dann kann man sich fast denken, was jetzt kommt. Mhm. Ja, aber oh, das sieht no man. Scope.
Auch da wird der Arm dann schwer. Der letzte Schritt zu gehen ist für jeden Spieler richtig schwierig. Dragutin, you require 40. Das Ganze übers Ziel zu bringen, sieht so einfach aus, ist es aber leider nicht. Game Shot and the match. Und da haben wir's. Dragutin Horvat. Super tolles Spiel. Gegen Klose. Also momentan nicht sein bester Tag. Game Shot and the first leg, René Adams. Allerdings gewährte Manfred Bilderl, höre ich, ist angekommen. Herzlich willkommen. Ja, hallo, schönen Abend zusammen. Und herzlichen Glückwunsch natürlich zur Leistung gerade. Dann hoffen wir mal, dass das ein gutes Spiel wird. Ja, wie gesagt, René Adams bislang zwei Matches gemacht, beide nicht gewinnen können. Nicht alle Fragen, möglicherweise. Mal schauen, wie viel da kommen. Und was da alles abgearbeitet werden kann. Aber interessant wird es mit Sicherheit. Oh, jetzt müsste ich das tun und das wäre noch eine Möglichkeit. Am Ende kommt wahrscheinlich die Lockerheit nur dann zurück, wenn 180. Zwischendurch. Zwölf. Game Shot and the 8th leg, Nico Kurz. 62, könnte auf Triple 10 gehen für 32 Rest. 20, 12 für Doppel 20. Game Shot and the 9th leg, Nico Kurz. René Adams. Am besten für einen selber, Triple 20, ganz genau, zwei Darts auf Doppel. Game Shot and the 10th leg, René. Stark und wichtig. Game Shot and the match. Nico. Tops zum 1-0. Game Shot and the first leg. Dragutin Horvat. 72 Rest. 60 Rest. 40 Rest. Bedeutet Game Tops Shot Braucher. And the second leg. Dragutin Horvat. Ja, und wird wahrscheinlich jetzt auf 19 anfangen. Genau, dann 18 für Tops. Ja, ein Matchstart. Auf Tops und der sitzt. Und damit haben wir den Whitewash 6-0. Über diesen Qualifier den Weg zur PDC Darts WM, um dort bis in die dritte Runde zu kommen. 101 Rest, Nico Kurz. 81, Triple 19 für die Doppel 12. Nächstes Halbfinish. Ist das stark von Nico Kurz. Mit 8 Siegen dann nur noch sehr, sehr schwer aus den Top 4 wegzudenken. Ja, ich bin mir fast sicher, dass 8 Punkte hier... Die 180 von Nico Kurz. 116 Punkte, 19. Zwei hintereinander, 156, 101 hat er schon rausgenommen. Und jetzt braucht er noch Tops. Das ist unfassbar das gut. Das gibt's ja nicht. Triple 19 für Doppel 12. Der erste Stift. Schön gespielt von Dragutin Horvat. Dartspielen ist oft das Stichwort Druck und Gegendruck. Und Nico fängt hier wirklich sehr häufig mit der 140 an. 81 hat er gerade gecheckt. Wieder die Triple 19. Diesmal der Umweg, Doppel 16. Doppel 16! Oh, das ist das! Nico ist einfach viel zu konstant hier unterwegs. Am Ende wird er mit diesem achten Leg hadern, nach dieser Aufholjagd da nicht rausgekommen zu sein. Ja, perfekte Aufnahme von. Also auch das wird hier nochmal zur kleinen Hürde. So, und der Pass, der fünfte Matchstart ist es.
Es ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Das große Finale der Hylocare PDC Europe Super League 2020. Es kommt zum direkten Aufeinandertreffen zweier ehemaliger Sieger der Super League. Wir begrüßen zuerst im Studio den Super League Champion von 2016 aus Kassel, Herkules Dragutin Horvath. Sein Gegner ist der Titelverteidiger und die deutsche WM-Sensation des letzten Jahres. Aus Niederau kommt zu uns Nico Kurz. So, damit herzlich willkommen zum großen Showdown der Hylocare PDC Europe Super League. Damals in Düsseldorf und wie gesagt, haben noch niemand hat seinen Titel verteidigt. Einer hat tatsächlich zweimal eine Super League gewonnen. 180 jetzt! Max, du sagst es auch immer wieder. Jedes Spiel, jeder Dart, jedes Leg, jede einzelne Aufnahme, da ist so viel Veränderung drin. Und jetzt die erste 180 von Dragutin Horvath. So, die 121, auch immer ein Trainingsspielchen, das man gerne mal zockt. Max, um die 121 eben so schnell wie möglich rauszunehmen. Ja, das stimmt. Und Gelegenheit, mit diesem Monster-Checkout in die Pause zu gehen. Erster passt. Zweiter passt. Tops für Nico Kurz. Tops! So um die 110. Drei sein im Feld, neben Devin Peterson, Raymond van Barneveld und Michael van Gerwen. 180, Dragutin Horvath. Die stecken klasse. Wow. Nächste 180. Und den tankt er hier voll. Wenn der Gegner stark aufschlägt, dann weiß man, okay, Mist, ich muss mitziehen, sonst rennt er mir hier davon. Und ja, dann verbessert sich natürlich auch das eigene Spiel. Boah, stark, Doppel 12. 129. Knapp verpasst. Ja, die 121 hat Horvath eben schon mal gecheckt. Doppel 18. Doppel 18, Game nimmt die 121 raus. Das ist so wichtig, denn wir sind im 10. Leg, heißt, da gibt es wieder eine kleine Pause. Geht man mit 2 vor oder auf Nikos Kurzseite kannst du hier zu setzen. Sind genau solche Situationen. Da ist der Dragutin eigentlich weg und plötzlich ist er wieder da, Doppel 10 Game und macht diese 85. Max, glaube ich, Sachen, wo man sagen kann, das sind Nadelstiche, die Dragutin setzt, wo das Timing stimmt, wo er so ein Gefühl hat, okay, jetzt noch rein. Und da locker. Ey, der spielt das so beständig durch. Immer wieder auch gut gerechnet, dass er auf gute Zahlen kommt. Hier mit der 161 im Finishbereich und die nächste 108. So, Nico Kurz. Big Point. 64. Ganz wichtig jetzt. So, der passt und auch. Ganz wichtige Darts für Nico Kurz. Doppel 20, sie ist wieder da. Break an Dragutin dran. 100. So, und besser geht's nicht. Vierte. So, bereichert Dragutin das Ding hier nochmal. Er bounced. Nee, der geht um. Doppel 10. Offensiv gespielt das Ganze hier von Dragutin Horvath. Aber er knickert auch das hier. Das Leg wird an Nico gehen. Dragutin hat noch keinen Finish. Doppel 18 für Nico. Game shot in the und auch das holt er. Er holt. Nutzt er. Ganz und nutzt das perfekt. 108. Mit. Klasse, der steckt. Doppel 12. Doppel 12 von Nico Kurz. Gleitet dann mit dem Break zum 6:8. Eine furiose Aufholjagd und hat jetzt die Möglichkeit, zur Titelverteidigung anzuwerfen. 66. Boah, das muss man sich mal geben. Spielen die beiden 100. Hier exzellente Darts.
Es ist eine Freude, so ein Finale hier miterleben zu können. Und trotzdem bleiben beide so cool. 100. Für Dragutin jetzt schon zu wenig sein, um nachzugehen. Nico Kurz im Finish-Bereich. Ah, und der zockt das weiter durch. Boah, zum Match. Zum Match, erster Matchstart. Und er geht nicht drauf, ich sag's dir, er stellt sich. Er stellt sich. So schaut's aus. Und das nenne ich Coolness. Das nenne ich Coolness, sich wirklich in so einem Moment hinzustellen. 12 Darts, 32 zum Match gestellt von Nico Kurz. 100. Nach 4-8 Rückstand kommt Nico Kurz. Jetzt ans Hockey, hat drei Darts in der Hand zum Match in der Super League zur Titelverteidigung. Nochmal die Doppel 8. 24. Dragutin, you require 141. Erstmal ausgelassen und Dragutin Horvat die 141. Triple 20. Triple 19 für Doppel 12. Wow. Und für Doppel 12 Dragutin Horvat. Auch das war ein Matchstart. Eieieiei. Gibt's ja gar nicht. Nico, you require. Also, eight. Die beiden geben sich das hier. So, und erstmal runterkommen. Die coolsten sind wahrscheinlich die beiden Jungs hier am Hockey. Nächster Matchstart. Nico Kurz vergeben. Doppel 2. Und jetzt passt er, der fünfte Matchstart von Nico